Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Und wie ihr seht, wir haben schon wieder Regen. Und nicht nur das. Machen wir hier den Plan hoch. Wir haben nicht nur Regen. Wir haben sogar wieder Schnee bekommen. Also, es war in der Nacht so kalt, minus 1, minus 2, dass wir hier wieder Schnee bekommen haben. Ja, klasse. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich war gerade bei Brauerei, habe Bierkästen aufgeladen und die sollen zum Großhandel. Da werde ich jetzt mal selber fahren. Hier in der Schneelandschaft. Dass so viel Schnee hier oben liegt. Vorsichtig fahren, weil wir doch ganz schön rutschen. Ja, und ich habe mich noch nicht ganz so entschlossen, aber ich würde gern diesen Sattel auf Liga tauschen. Es gibt einen etwas kleineren von, kann ich euch mal zeigen. Oder habe ich die gar nicht reingenommen? Ach, ich habe die gar nicht reingenommen. Müssen wir auf morgen verschieben. Brauche ich dann gar nicht mehr weiter. Von früh auf. Nur bei dem ist, da kann man natürlich nicht doppelt stapeln, weil der etwas kürzer und ein bisschen niedriger ist. Und dann hätte ich noch ein... Ja, Pick mit MAN mit Plane heißt das. Da können wir auch nicht doppelt stapeln, weil der auch zu niedrig ist. Oh, wie bin ich denn jetzt um die Kurve gefahren? Komm, dann fahren wir hier rum. Wir selber fahren. So, wie ist denn der Preis? Steigt weiter. Dann mach den mal aus und fahr den von dem Trigger runter. Erst andersrum. Erst vom Trigger runterfahren, dann ausmachen. Nicht, dass er uns die vielleicht schon runternimmt. Wie gesagt, der ist ein ganzes Stück niedriger, der ist etwas höher wie der LKW und ist hinten, ja, ich glaube, diesen Kasten und dieses Reserverad hat er weniger. Es gehen auch nur 16 Paletten drauf, aber da wir den ja mit Auto 3 fahren wollen, macht uns ja nicht, den öfters hin und her zu schicken. Ich glaube, der... Wobei ich den hier nicht schlecht finde, gerade mit dem doppelten Beladung. Aber der hätte, ja, gut, auch 20 cm und niedriger sein können oder 30, dass die Paletten genau drauf passen. Ist ein bisschen überdimensioniert. Glaube ich. Ja. Aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. So, du steigst weiter, da müssen wir aufpassen. Was können wir noch machen? Ja, wir haben sogar Düngermissionen, habe ich festgestellt.
Düngen auffällt, 48, aber die werde ich jetzt mal annehmen. Ich hoffe mal, das Feld ist vom Schnee befreit, aber da muss Season auf jeden Fall irgendwas, eigentlich müsste das Seasons machen, ne? Dass man, ich kann auch ansehen, alles Mögliche für andere Bauern, nur für mich selber nicht. So, dann fahr mal zur, ne, hier. Guck mal, die 48 haben wir sogar. Und ansonsten, ja, lass uns das mal gucken. Wir können noch zum... IAC springen. Weil ich bin ein bisschen dabei, auch Bäume zu pflanzen hier unten. Wie gesagt, ich habe teilweise jetzt in der Aufnahme 5er Vorlauf. Ich habe aber den ganzen Tag einen 15er Vorlauf gefahren oder verbracht. Weil so im Prinzip kann ich nicht viel machen. Die Sachen verkaufen. Muss natürlich guter Preis sein. Hier sind auch noch Hackschnitzel drin. 100.000. So, dann lass doch mal... Ah, hier sind auch 35.000 drin. Komm, dann lass uns doch mal 5 Pal... Maximal 4, okay. Ich stehe, glaube ich, ein bisschen im Weg. Ansonsten wären auch mehr rausgekommen. Aber 40 Bäume. Komm. Da ist er doch. Dann können wir hier drüben weitermachen. Ich habe auch jetzt nichts mehr geräumt. Wie gesagt, das fährt sich besser, als wenn wir da räumen und wir dann über die Haufen müssen. Wir machen jetzt Pi mal Auge hier, ohne GPS, hat er nämlich nicht. Pflanzen wir jetzt einfach mal hier quer rüber. Welchen Abstand habe ich? 5 Meter ist okay. Dass wir ein bisschen von dem Teich wegkommen, machen wir hier ein bisschen enger. Und hier ist, glaube ich, dann der Weg. Komm, einen kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch. Ja. Gott sei Dank haben die noch keine Collie. Als wenn sie größer werden. Die schon halb auf die Straße gesetzt. An für sich nicht. So, die erste Palette leer. Dann holen wir uns mal die nächste. Oh, er ist bei 48 angekommen. Okay.
gleich noch mal wieder auf den Preis gucken. Dann kommen wir hier durch. Lass uns die Palette mal so holen. Kommen wir auch gut wieder zurück. So, Feld 48. Dann lass uns doch mal dahin springen. Wo bist du eigentlich? 48 ist hier. Ja, das ist von allem befreit. Dann mach mal hier Kurs 48, ein Vorgewende gegen den Uhrzeigersinn, Position, Kurs generieren. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Alles ist schneebedeckt bis auf das eine Feld hier. Finde ich voll ungerecht. Die anderen Bauern können schon ansehen und düngen und wir müssen noch warten. Aber die 61.000 nehmen wir ja gut mit. Also gucken, ob wir noch haben. 20 ist ein bisschen niedrig. 11, 13, dafür brauchen wir nicht losfahren. 6 auch nicht. War das einzige lukrative Düngerauftrag. Ach, Preise wollten wir ja noch gucken. Für Bier ist weiter steigend. 2138. Dann können wir ja noch mal hier hinspringen. Und noch mal eine Reihe Bäume pflanzen. Hier vorne hatte ich dann auch welche hingepflanzt, damit es wieder ein bisschen dichter wird. Aber gut, das dauert natürlich. In den See rein. Dann haben wir hier die Fläche auch wieder zu. Gepflastert mit Bäumen. Können wir hier innen drin vielleicht nochmal zwei, drei Paletten setzen.
Jetzt weiß ich auch, warum ich den Auflieger nicht drauf habe. Ich hatte nämlich getestet, weil ich gehört habe, dass der mit anderen Autolot-Geschichten Probleme macht. Aber ich habe es jetzt nicht feststellen können. Und dann bin ich einfach ohne Speichern rausgegangen. Und dann habe ich es natürlich, wenn ich nächste Mal reingehe und die Sachen sind ja nicht aktiviert. Lass uns doch so rumfahren. Hat das doch besser gepasst. Dann sind sie natürlich nicht drin. Eine Frage oder ein Versuch wäre es auch, können wir die Baumstammpaletten auch hier bei im Susis Sägewerk einfahren? Das werden wir auch mal ausprobieren. Reicht ja erstmal eine Palette. Oder auch hier in einem Holzhacker wäre auch eine Geschichte. Ich werde auch gleich nochmal bei den Damen vorbeischauen. Das gibt bestimmt die Trauben sind doch bestimmt gefroren, aber gut. Wir haben jetzt auch wieder 3 Grad Luft. Dass hier Schnee liegt, ist wahrscheinlich nur eine optische Täuschung. Eier mal hier voll. Vorhin ja war die Palette leer. Setzen wir noch 1, 2 Bäumchen hin. Vorne war da auch noch eine leer oder früher aufgehört. Müsste die hier sein. Wo saß der letzte Baum? Das warst du, glaube ich, hier. Nochmal 3, 4 Bäumchen setzen. Das sieht ja ganz gut aus. Hier stehen sie natürlich ziemlich eng. Aber wir können sie ja ausdüngen, wenn sie gewisse Größe erreicht haben. Hier vorne ist nämlich noch ein bisschen was, aber dann möchte ich gern sehen, wo auch die Straße ist. Aber hier können wir ja auf jeden Fall noch eine Linie ziehen. Da dürfte ja eigentlich nicht sein. Machen wir kurz dran vorbei. Dann nehmen wir noch einen hin. Komm, den machen wir hoch und setzen den einfach hier rein. Ist die Palette auch leer? Hier sind irgendwie noch ein paar Flächen.
wo wir gut noch was hinpflanzen können. So, dabei das mit den Pflanzen soll jetzt erstmal genügend sein. Wir gucken nochmal auf den Preis. Ist immer noch am Steigen, 2148. So, wie weit ist Feld 48? Ist Vorgewende. Ach, der ist jetzt auf Hoch-Runterbahn die erste. Oh, sieht doch ganz okay aus. Ja, dann. Wo sind denn noch lukrative Aufträge? Ballenpressen. Er ist schon der attraktivste. Also nochmal 20 auf Feld 61 können wir vielleicht auch akzeptieren. Weil wir haben ja noch einen, der steht am Hof. Wo haben wir ihn? Da ist er. Du kannst zu 61. Ah, 62 haben wir. Gucken wir. Wo ist 62? Und wo ist 61? Ach, das ist hier drauf. 61. 62 ist das lange. Okay. Dann können wir den ja abpassen. Ja, wir warten jetzt nur auf den guten Preis. ...150... Die ziehen weiter ihre Kreise. Ansonsten können wir, falls wir morgen immer noch nichts machen können, werden wir morgen früh anfangen mit den Missionen zu machen. Ansehen, düngen. Weil wir auf unseren Feldern ja noch nichts machen können. Und dass der Regen mal aufhört. Ich bitte euch. Wir haben doch die letzten Folgen nur im Regen verbracht und fangen jetzt wieder komplett an. Oder fangen wieder an. Sag mal, so ging es auch bei der Ernte. Also es war kurz trocken, dann hat es wieder geregnet. Dann war es trocken, dann ist die Nacht gekommen. Dann kam die Feuchtigkeit von den Nächten. Konnte man wieder nicht ernten. Und so ging das. Der Super-GAU ist natürlich, wenn es mittags anfängt zu regnen. Du kannst morgens nicht ernten, weil der Boden, weil Frost im Boden ist oder der Tau. Also könntest du erst mittags anfangen und dann fängt es mittags an zu regnen. Da machst du nichts. Und wenn das zwei, drei Tage so ist, kommt es schon langsam in Verzweiflung. Was machen denn unsere Tiere? Du hast noch für gut zwei Tage Weizengerste, weil ich die wieder hochgesetzt habe auf vier Tage. Kühe und Schweine haben wir wieder welche dazu bekommen. Da auch. Ja. Hier ist, ja gut, da haben wir ja nur das Minimale reingefahren. Aber da müssen wir aufpassen, dass uns
wenn die Neugeborenen kommen, aber 0,1 dauert es noch einen Moment. Dann können wir da vielleicht noch mal hinspringen. Zu den Schweinen und mal schauen, wie es da aussieht. Sauber? Ist sauber. Stroh ist auch noch drin. Ballen liegt da noch. Können wir Wasser auffüllen? Ja, ein bisschen geht. Dann schauen wir hier mal rein, wegen der Verschmutzung. So rauskommen. Vom Futter seid ihr ja voll, richtig? Das ist der Stall 2. Ne, können wir auch. Dann können wir das hier ja auch gleich nochmal abkippen. War jetzt nicht viel. Das brauchen wir ja nicht rübernehmen oder im anderen Stall mitnehmen. Können wir ja auch gleich hier lassen. Mist müssen wir auch loswerden. Und wenn der LKW frei ist, dann auch Ballen. Angekommen. Gut. Dann bist du ja viel zu weit gefahren, aber gut. Wo ist der Punkt? Wir müssen zu 61 wieder zurück. Ich weiß ja auch nicht, ob das so gut ist mit Pflegebereifung im Schnee. Kann doch auch bestimmt ganz lustig werden zu schlittern. Müssen wir sogar nach oben hin, da kommt ein Auto. Das ist schon mal gut, dass die Brücken schneefrei sind. Haben wir da schon nicht zu befürchten. Wo ist denn die Einfahrt von auf dem Feld? Bestimmt vor Kopf. Hier direkt vorne am Anfang, ne? Ja gut, dann lass uns hier anfangen. Kurs generieren. Feld 61. Kurs generieren. Abfahrer einstellen. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider konnten wir auf unseren Feldern nichts machen. Und ja, auf den anderen Feldern können wir komplett arbeiten. Ja, schade. Das müsste auch
nicht sein, aber so haben wir wenigstens Missionen, die wir machen können, wenn wir bei uns auf den Feldern schon nichts machen können. So, und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.